Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 6. Februar. Insgesamt 27 junge Frauen und Männer haben ihre Berufsausbildung bei der BASF in Schwarzheide abgeschlossen. Sie nahmen Ende Januar im Bürgerhaus Schwarzheide ihre Abschlusszeugnisse entgegen. 26 von ihnen starten in Schwarzheide auch ihr Berufsleben. Der 2020er Jahrgang begann die Ausbildung im ersten Corona-Jahr. Mit dem erfolgreichen Abschluss hätten die Azubis bewiesen, ihre Ziele auch in schwierigen Zeiten zu erreichen, sagte der Bereichsleiter Produktion Peter Böhme zur Freisprechung. Für den September sucht die BASF Schwarzheide insgesamt 40 Auszubildende. Offene Stellen gäbe es derzeit vor allem für zukünftige Chemikanten. Zudem werden 3 duale Studiengänge angeboten in den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen. Zu einem Verkehrsunfall kam es an diesem Dienstag auf der A13. Unfallort war der Parkplatz Ruhlander Heide in Fahrtrichtung Berlin. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren an diesem Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der A13 zwischen Ortrand und Ruhland im Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge war ein PKW auf der linken Fahrspur unterwegs, als ein langsameres Fahrzeug unvermittelt die Spur wechselte und das Auto abbremste. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer auf den Rastplatz Ruhlander Heide aus. Dort stieß er gegen Verkehrszeichen und einen Betonpoller und überschlug sich mehrfach. Der 36-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 45.000 Euro. Da sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt hatte, läuft ein Ermittlungsverfahren. Die Sana-Kliniken Niederlausitz sind seit kurzem Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Sie ist die, nach eigenen Angaben, größte unabhängige Anlaufstelle für Patienten und Interessierte im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Sana-Kliniken halten umfangreiches Informationsmaterial der Stiftung bereit und planen 2024 zusätzliche Patientenveranstaltungen, zum Beispiel zum Bluthochdruck oder zur Woche der Wiederbelebung. Bei einer Vielzahl von Herzerkrankungen könne jeder zahlreiche Risikofaktoren selbst beeinflussen, den Lebensstil anpassen und dafür sorgen, dass das Herz lange gesund bleibt, so der Chefkardiologe Professor Guido Matschuk. Nach eigenen Angaben werden im Krankenhaus Senftenberg jährlich mehr als 5000 Patienten am Herzen behandelt. Die neue Bühne Senftenberg gibt weitere Einblicke in die neue Saison des Amphitheaters am Senftenberger See. So gibt es am 16. Juni die Premiere des Neue Bühne Sommermärchens. In diesem Jahr zeigt das Theater den gestiefelten Kater in einer neuen Fassung mit viel Musik. Zu Gast sein werden auch das Kabaretttheater Distel, die originale Aber Fever Tribute Show sowie der Zauberer Peter Wellens, diesmal mit magischen Gästen. Im Rahmen ihrer Ich bin zurück Comeback-Tournee macht zudem Schlagersängerin Nicole Station im Amphitheater. Sie ist am 31. Juli zu Gast. Weitere Termine im Amphisommer 2024 finden Sie auf der Homepage der neuen Bühne. Dort sind auch Ticketbestellungen möglich. Und hier folgen nun weitere Kurzmeldungen. Aufgrund der laufenden Außenarbeiten am Mehrgenerationenhaus in Lauchhammer ändert sich die Lebensmittelausgabe der Tafel. Sie erfolgt jetzt vor dem Gebäude aus einem Fahrzeug heraus. Seit vergangenem September wird im Auftrag der Stadt die komplette Außenanlage des Mehrgenerationenhauses und des Vereinshauses Domizil in der Alten Gartenstraße 24 neu gestaltet und barrierefrei ausgebaut.
Mit der Natur des Jahres 2024 beschäftigt sich der NABU Senftenberg in der kommenden Woche. Im Mittelpunkt stehen dann unter anderem Igel, Kiebitz und Holunder. Der Vortrag beginnt am 15. Februar um 15.30 Uhr im Umweltbildungszentrum am Steindamm. In Vetscher starten kommende Woche Vorbereitungen zur Sanierung der L54. Zunächst werden unter anderem Sträucher und Bäume gerodet und drei Jungbäume umgepflanzt. Baustart ist dann im kommenden Sommer im Abschnitt Wilhelm-Pieck-Straße hinter dem Kreisverkehr am Hospitalplatz bis zum Kreisverkehr Richtung Burg in der Juri-Gagarin-Straße. Die Deutsche Bahn und die BTU Cottbus Senftenberg wollen enger kooperieren. In einem Rahmenvertrag haben sie gemeinsame Projekte vereinbart. Dazu gehören Studium, Lehre und Forschung sowie Beschäftigungsperspektiven und die Berufsvorbereitung von Studierenden. Auf diesem Weg wolle die BTU zusätzliche Studentinnen und Studenten gewinnen. Die Bahn werde den Studierenden berufliche Perspektiven unter anderem im neuen ICE-Werk in Cottbus aufzeigen und Einstiegsmöglichkeiten anbieten. Zielgruppen seien neben den Absolventen auch Studienaussteiger, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Und soweit unsere Meldung. Jetzt folgt hier der Polizeibericht. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag im Welzower Ortsteil Proschim zugeschlagen. Sie stahlen von einem Firmengelände einen Traktor vom Typ New Holland. Umgehende internationale Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Gerätes. Zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben. Das war's auch schon von uns. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Mittwoch wird stürmisch, mit etwas stärkeren Böen am Vormittag sowie vereinzelten Schauern über den Tag verteilt bei recht kühlen 3 bis 9 Grad. Am Donnerstag bleibt es kühl bei 1 bis 5 Grad mit starkem Regen gegen Mittag und einem ganztagsbedeckten Himmel. Der Freitag steigert seine Temperaturen auf milde 3 bis 10 Grad und auch hier ist den ganzen Tag die Sonne hinter einer dichten Wolkendecke versteckt und es ist mit Niederschlag über den ganzen Tag hinweg zu rechnen.